Hallo und herzlich willkommen bei Schnell, Gut und Günstig. Heute machen wir einen Zucchini-Schinken One Pot Pasta. Dafür geben wir zunächst einmal Öl in den Topf und schneiden eine Zwiebel in kleine Würfel. In das kochende Öl geben wir dann die Zwiebel hinein und schneiden eine Knoblauchzehe möglichst klein. Diese geben wir ebenfalls hinzu. Immer schön umrühren. Und so lang kann schon mal der Schinken geschnitten werden. Auch in möglichst kleine Würfel. Diesen dann auch ebenfalls in den Topf geben und langsam anbraten. Dann die Zucchini ebenfalls in Würfel schneiden und auch in den Topf geben und leicht anbraten. Wenn alles schön angebraten ist, die Sahne und das Creme Fraiche hinzugeben und 400 ml Wasser. Das Ganze gut umrühren und aufkochen. Dazu geben wir dann noch einen Esslöffel Gemüsebrühe und Pfeffer und geben dann in die kochende Mischung die Nudeln hinzu. Diese dann nach Packungsanweisungen kochen, bis sie al dente sind. Und zuletzt noch die 50 Gramm Parmesan und den Basilikum dazugeben. Und fertig ist unser leckeres Gericht. Einfach servieren und genießen. Guten Appetit und natürlich nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Bis nächste Woche.